So, da sind wir schon wieder. Jetzt machen wir Spiele das Notenblatt auf dem übergroßen Klavier. Dieselbe Aufgabe hatten wir ja damals schon mal, aber für die, die es nicht wissen, werde ich es natürlich trotzdem zeigen. Das Ganze machen wir in Gruppenkeile. Wir gehen auch ganz schnell rein, weil ich halt schon, wie heißt, auf der Seite sein will, weil ich brauche da eigentlich nicht unbedingt den Gegner. Weil wenn ich da lande, ich denke mal, die nächste Zone wird nicht in der Nähe sein vom Klavier. So, dann wollte ich mich erst nochmal natürlich bedanken für die ganzen Abonnenten jetzt. Und die nächste Zahl gibt es natürlich schon bei 120 Abonnenten dann. Es geht jetzt rasend schnell, nehme ich mal an. Ich vermute echt, dass Samstag, Sonntag wird der Code geknackt. Ist einfach mein Bauchgefühl. Und wie gesagt, guckt die Videos ziemlich lange, bis ich den Code irgendwann sage. Ich werde nicht immer einen sagen, aber es sollen halt die belohnt werden, die die Videos schon ein bisschen genauer gucken. Und das ist halt der kleine Bonus, sag ich jetzt mal. So, und dann die, die noch nicht hier waren und noch nicht wissen, wie das Gewinnspiel abläuft, einfach mal in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich ein extra Video dazu gemacht. Ja, und da erkläre ich halt genau, wie ihr den Code einlösen könnt, etc. und was für Kriterien es gibt. So, wir gehen mal direkt runter zum Klavier. Das ist hier. Da hatten wir ja schon die normale Aufgabe, weil jetzt müssen wir die Prestige-Aufgabe machen. Ich weiß noch, dass ich damals übelst Probleme hatte, die Noten zu lesen. Irgendwie hat da was nicht gepasst bei mir. Aber wir schauen jetzt mal, ob es jetzt besser geht. Wie es aussieht, bin ich auch alleine. Das ist schon mal perfekt. Ich hoffe, der hinter mir will nicht unter hin. Ja, ich weiß noch nicht, wo seine Reise hingeht. Ja, meine geht auf jeden Fall schon mal nicht genau zum Spawn. Ach, zum Klavier. So, jetzt fängt die lustige Reise hier wieder an. Ach, ich hasse es. Also, C. Nur eine E, oder? E und C. Ah, das war's schon. Also ganz simpel diesmal. Das letzte Mal war das, glaube ich, sogar hier mit den Tasten. Und da unten dann wieder hier hoch. Ach, hört auf, ey. Das war alles andere als eine schöne Aufgabe, ey. So, jetzt gucken wir mal, ob wir eventuell noch eine Boogie Bomb finden oder so. Weil wir haben ja noch ein paar Aufgaben, wie man sehen. Ja, Solo-Modus oder Duo-Modus. Ich habe eben mal kurz beim Ladescreen mal so quasi, ich sag's ganz leise, AFK gespielt, quasi reingejoint und einfach irgendwo gelandet. In der Zeit, wo ich das Thumbnail gemacht habe. Ich sag nicht, hier ist ein Gegner. Ich habe noch kein Loot, nichts. Ja, ich gehe mal hoch, mal gucken, ob wir was finden. Ah, ich glaube, der geht safe zum Klavier. Was ist? Ach, scheiße, ich sehe es nicht. Soll man fies sein? Den Baum nicht weg. Ach, da unten ist er. Erster Schuss war dann doch zu hektisch. Rosa. Jetzt wirst du mal wer. Will ich aber auch nicht treffen lassen, der Hund. So leicht lässt man sich hier ablenken. So. Ich stach gerade, ey. Hat aber Glück gehabt, sonst hätten die den geholt. War hier schon einer oben? Hä? Scheint so.
Ich bräuchte aber eigentlich eine Boogie-Bombe. Wo ist der Gegner? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Zeig dich. Ach, am Lagerfeuer. Ach, das hättest du dir auch sparen können. Aber nett. Er lässt dann das Blue Life da liegen. Kappa. Ach, Zone kommt. Hätte ich mir das Blue Life auch gerade sparen können. Och Gott, da brauche ich eigentlich gar nichts zu probieren auf Kampf. Kann ich eigentlich gucken, ob in der Kiste vielleicht noch eine Boogie-Bombe ist. Natürlich nicht. Oh, aber nochmal Shotgun. Dann ist genauso mit Explosionswaffen. Was haben wir denn noch an Explosionswaffen? Ich bin schon überlegen, in pures Gold reinzugehen, aber na doch, da könnte es vielleicht drin sein. Das wäre eine Idee. Dann kann ich mal gucken. Ich muss ja noch einen Kill machen mit, sag schon, Explosionswaffen. Gucken, ob die Zone schneller ist als ich, finde auch wenn ich fliege, aber eigentlich ja nicht. Bam, bam, bam. So, für all die jetzt schon fleißig zugeguckt haben, die nächste Zahl ist die 5. Also die letzten 4, 2, 7, 4, 5. Denkt dran, wenn ihr den Code geknackt habt, einfach in die Kommentare reinhauen. Gegner sehe ich hier schon mal keine. Hier brauche ich nicht nach Loot zu gucken. Ich muss erstmal gucken, dass ich in die Zone komme. Mit dieser Boogie-Bombe, eigentlich ist sie so einfach die Aufgabe. Aber das Problem ist erstmal eine finden. Weil ich finde keine. Ich habe jetzt in den ganzen Missionen, die ich gemacht habe, zweimal eine gefunden. Die eine habe ich halt, glücklicherweise habe ich beide für die andere Mission erstmal eingesetzt. So, wo haben wir denn hier einen? Der muss ja direkt vor mir gewesen sein. Von der Lautstärke des Schusses. Ja, oben drin. So viel zum Thema Sturm. So. Wie gesagt, leider hat noch keiner in die Kommentare reingeschrieben, ob das auch in Dings drin sein kann. In, sag schon, Vorräten, welche dem ich gerade kommen sehe. Hier kann ich nicht bauen. Einfach nur Rotz. Jo, das war's komplett. Hat er die denn als Deckenfalle? Er hat sie einfach überall hier hingeschmissen. Das war nicht dumm. So, hier noch irgendwas. Ich will einfach jetzt eigentlich nur eine Boogie-Bombe finden. Hier ist eine Kiste drin. Natürlich nicht. Ja, die meisten, ja, was heißt die meisten? Ich denke mal, viele haben die Aufgabe schon fertig. Vielleicht finden wir noch eine, die hier so rumliegt. Ja, sieht schlecht aus.
Ja, klar. Aber ich habe auch diesen Ablauf noch nicht drin. Einfach Schrot und dann direkt mit der MP hinterher. Ich krieg's einfach nicht in den Kopf rein. Keine Ahnung warum. Ich so alt bin, ich weiß nicht, ey. Das nervt mich selber. Ja, hier deine alles weggerotzt. So, gucken, ob wir an die Vorräte da rankommen. Aber ich glaube, da ist schon einer. Sicher bin ich mir aber nicht. Ich weiß auch nicht, ob der Explosivschaden, ob da auch die Roboter eventuell zuzählen. Vielleicht haben wir hier Glück. Oh. Alles, nur nichts, was ich gebrauchen kann. Die anderen Vorräte sind auch noch da. Irgendwie interessiert sich keine Sau für die. Ich sehe gar nicht. Toll. Das meine ich, wenn der eigene Skin einem im Weg steht. Aber der Arsch hat wenigstens eine Boogie Bomb gefunden. Ich nicht. Das regt mich schon auf. Hier ist auch nirgendwo mehr eine Kiste, die frei ist. Ah, ja. Geht mir euer Keks hier. Will doch einfach nur eine Boogie Bomb finden. Ist auch keine drin. Geht hier noch einer rum? Ich weiß, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob die auch in Vorräten drin sind. Ich habe gar keine Eier für, pass auf, pass auf. Hallo? Alter. Ist jetzt mal links? Da. Der Kill war nice. Dann überall hängt hier diese scheiß Zapper rum. Schön. Ich will ja eigentlich nur die scheiß Vorräte. Natürlich. Und wieder war der eigene Karl. Ich wusste nicht, ist er jetzt vor mir oder nicht. Das nervt so, ey. Scheiße, dass man das nicht umstellen kann, ey. Ich habe immer noch keine Eier. Dann mache ich alles richtig. Dafür war kein Headshot. Sonst hätte es gepasst. Also nach
nachdem ich jetzt gefühlt die 100. Kiste auf habe, bedeutet das für mich, da ist keine drin. Wer was anderes behauptet, lügt in meinen Augen. Das hat er nicht gemacht. Der Assi. Ach, was will ich denn hier? Ich will Kills abstauben. Zack. Der hat schon gemerkt, dass der Gegner nicht mehr da ist. Also keinen Schuss getroffen haben. Naja. Das halte ich aber auch für ein Gerücht. Ich krieg das noch hin. Irgendwann. So, die Runde ist aber jetzt auch vorbei. Wie gesagt, das Notenblatt ist hier hinten. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. In dem Sinne, haut rein, viel Spaß bei den nächsten Aufgaben. Vielleicht bis gleich.